Ich begrüße euch zu einer Folge Tales of Symphonia, Part 99, Leute. Wir sind hier, ja, ich weiß nicht genau wo. Ja, stimmt, wir sind in den Überresten des göttlichen Baumes, glaube ich. Wo wir uns im letzten Part schon mal so ein bisschen hier überall umgeguckt haben, aber noch nicht groß irgendwas gemacht haben oder so. Im letzten Part ist mal wieder einiges passiert. Etwas, was sich eigentlich schon herausgebildet hat, dass das passieren wird, so an Dingen, die diese Person gemacht hat. Und zwar hat sich Zelos gegen uns gestellt. Er war schon von Beginn an ein Spion von, ja, eigentlich allen. Er hat sowohl Informationen an die Abtrünnigen als auch an Kruxis geleakt. Und ja, es ist halt ein bisschen eklig von ihm gewesen insgesamt, und jetzt hat er sich, wie gesagt, insgesamt gegen uns gestellt. Guck mal, da ist der Dialog wieder. Überrest des göttlichen Baumes. Der ist ja kurz verschwunden im letzten Part. Boah, da ist noch eine Baumwurzel. Ja, langsam nerven sie mich. Habt ihr vergessen, dass hier einst der göttliche Baum stand? Das müssen die Überreste sein. Ah, dann sind das... Hab keine Angst, sie haben keinerlei Kraft mehr. Aber was ist, wenn es doch noch eine Wurzel gibt, die lebt? Pflanzen sind nicht leicht umzubringen. Das könnt ihr mir überlassen. Okay, wir zählen auf dich. Ja, wundervoll. China handelt das. Das ist doch gut. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den Raum schon im letzten Part gesehen, dachte mir so, oh Gott, darauf hast du jetzt keine Lust mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, wenn ich den Part jetzt hier, passt eh von der Länge her. Weil ich einfach auf diesen Raum keine Lust hatte. Er sieht so groß und kompliziert und anstrengend aus. Vor allem die Ansicht. Man kann ja kaum sehen, wo eigentlich irgendwie Wege sind. Ich mag, by the way, die Musik in dem Dungeon hier ziemlich gern. Es ist so ein bisschen der neuere Sakuraba-Style, sage ich mal schon. Irgendwie. Also es geht schon so in die Richtung, wie er heute seine Musik macht insgesamt. Das ist relativ cool. Weil ich meine, es hat sich nicht groß was verändert, aber heute ist halt viel orchestraler, sag ich mal, so insgesamt. Aber man darf auch nicht vergessen, wer weiß, vielleicht ist dieses Theme ja auch vom, ich glaube, Shinji Tamura heißt der. Das war nämlich damals noch ein Co-Komponist von Sakuraba. Der hat in den ersten Tales-Spielen immer mit ihm zusammen komponiert, also, boah. Mir ist vor Schreck das Herz in die Hose gerutscht. Anscheinend verfügt dieser Übergang nur in der Mitte über eine Stütze. Er kippt aufgrund unseres Gewichts. Wenn wir nur etwas finden könnten, womit wir ihn herunterdrücken könnten. Wie wäre es, wenn wir uns in zwei Gruppen aufteilen würden, von denen eine das Gewicht ist? Und wie sollen wir dann unseren Weg gemeinsam fortsetzen? Wir sollten uns etwas anderes einfallen lassen. Was ist los, Poseya? Dieser... Na klar, hängt ein Stein, der das Gewicht sein kann. Ich verstehe. Das sieht aus, als könnte es funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Egal, jedenfalls, damals hatte, wie gesagt, Sakuraba noch einen Co-Komponist, nämlich Shinji Tamura heißt der, glaube ich. Ich bin mir halt nicht sicher, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube... Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, er hieß Shinji Tamura. Wie komme ich da bitte hoch? Ich habe keine Ahnung. Das ist halt das Problem an der Ansicht. Man kann irgendwie kaum erkennen, wo hier irgendwas ist und wo es weitergeht. Aus dem anderen Raum, da komme ich nicht hin, oder? Jedenfalls hat der damals hat auch einige Tracks komponiert. Zum Beispiel habe ich letztens gelesen, das legendäre Theme aus dem Spiel hier, nämlich, was ziemlich viele Leute abfeiern, nämlich Fighting of the Spirits, kommt eigentlich von ihm. Beziehungsweise, das ist eigentlich ein Theme, was aus Tales... ist nicht vergiftet. Was aus Tales of, wo ist man da? Was aus Tales of Phantasia kommt und damals auch schon für die Elementargeisterkämpfe benutzt wurde. Und, ja. Das hat er halt für das Spiel hier geremixed, also Sakuraba in dem Falle dann. Ursprünglich kommt, wie gesagt, von Shinji Tamura die Melodie
aus Tales of Aua, Phantasia, aber er hat halt hier für Symphonia geremixed. Ja, genau, das habe ich letztens gelesen. Und deswegen weiß man ja nie, welcher Track jetzt wirklich von Sakuraba ist, für den immer irgendwie so aus Gewohnheit alles irgendwie zugesprochen wird, weil er halt, ja, einfach so der Komponist ist, der für die Tales of Serie steht, sag ich mal, weil er auch heute größtenteils allein den Job macht. Deswegen wird meistens gesagt, ja, hier Sakuraba hat alles gemacht, aber wie gesagt, früher gab es noch diesen Shinji Tamura. Ich glaube, das erste Spiel, für das Sakuraba allein komponiert war, war Auxilia. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Jedenfalls, wie gesagt, hat er eine lange Zeit einen Co-Komponisten gehabt. Und dann gibt es noch als bekannten Tales of Komponisten den guten Goshi Ina, da glaube ich ausgesprochen. Jedenfalls ist das halt auch so ein Komponist und der hat zum Beispiel den Soundtrack für Tales of Legendia gemacht. Und da die Fans ihn halt auch ziemlich gern mochten, also die Tales of Fans, kam er für Tales of Systeria zurück und hat da einige Tracks übernommen. Den Großteil der Tracks hat zwar Sakuraba gemacht, aber er hat auch so den ein oder anderen Track übernommen. Ich habe übrigens weiterhin keinen Plan, was ich hier genau machen muss. Und ja, wie gesagt, Sakuraba hat viel mehr Tracks insgesamt komponiert, aber er ist halt auch für eine beträchtliche Summe von Tracks verantwortlich. Ich glaube, Sakuraba hat irgendwie so um die 100 für das Spiel gemacht. Ja, so 20, 30, keine Ahnung, bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls hat Tales of Systeria einen ziemlich großen Soundtrack. Und ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll, was ich hier allgemein machen soll. Ich hab keinen Plan. Hier hinten komme ich nicht durch. Hier drüben komme ich nicht weiter. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Keine Ahnung. Was will das Spiel von mir? Was will das von mir? Es ist einfach auch mal so ein Problem, dass man nicht genau weiß, was will das Spiel jetzt von einem hier. Ich sehe jetzt hier keinen wirklichen Weg, den ich irgendwie nehmen kann. Wow. Wow. Ich dachte halt, ich muss irgendwas neben dem Stein da. Wow. Das ist wow. Also wirklich wow. Ich dachte halt. Hallo? Komm ich da durch irgendwie? Scheinbar nicht. Ich dachte halt, ich muss irgendwas mit dem Stein machen, der da oben drin hängt, aber scheinbar nicht. Okay, das war eine Irreführung, sage ich mal, dieser Dialog, weil ich dachte halt, ich komme da jetzt nicht mit weiter mit den Dingens, aber ja, scheinbar halt doch. Cool. Okay, was auch immer. Ich habe es ja irgendwann gefunden. Ich habe mal übrigens den Weg kurz rausgeschnitten, weil ich bin jetzt hier noch 500 Mal im Kreis rumgelaufen, habe nichts gefunden und ja, deswegen dachte ich mir, muss man nicht unbedingt sehen und deswegen habe ich mal kurz gecuttet, gerade. So. Ey, wie da über mich drüber gesprungen ist, der kleine Samen da. Ey, was ist warming up? Das haben wir auch schon bestimmt 5000 Mal gehört, so gefühlt. Also war es ein bisschen übertrieben. 500 Mal vielleicht. Was war das denn jetzt? Muss ich da jetzt ja mal jetzt drauf schießen oder habe ich einfach nie den richtigen Spot getroffen? Keine Ahnung. Okay, bevor ich mir jetzt hier noch 1000 weitere Wege aufmache, gehe ich erstmal hier hoch. Das sind Truhen. Guck meine an. Wir haben einmal eine Ogre-Axt, die ist bestimmt für Presea ganz gut. Hoffe ich mal. Ich weiß nicht. Na komm, nimm eine gute. So, sonst noch irgendwas? Hanumans Stab. Wer ist Hanuman? Ist das vielleicht irgendeine Anspielung an irgendwas oder so? Oder irgendein wichtiger Charakter in der Story von Tales of Symphonia oder so. Kreuz des Südens. Für wen ist das denn? Ich würde spontan sagen für Zelos, aber das ist nicht mehr bei uns. Deswegen. Ach, hier. Ich war jetzt nämlich... Das sieht irgendwie cool aus unten auf dem Bild. Ich war jetzt nämlich verwirrt, weil
vor ein paar Tagen, also wenn das Video für euch rauskommt, schon ein bisschen länger her, kam die Lost Sphere Demo raus. Lost Sphere ist nämlich auch so ein JRPG, was bald erscheint, Anfang 2018. Und dazu kam eine Demo raus und... Ah ja, oben geht's gar nicht weiter, okay. Die habe ich gespielt auf meinem Kanal übrigens auch, kann man sich angucken. Geht drei Parts lang, mal um Werbung zu machen, aber ich meine, es ist mein Video, ich denke mal, da geht das klar, wenn ich Werbung für mich selbst quasi mache. Jedenfalls, da war Kreuz des Südens ein Schwert und ich dachte mir jetzt so, ja okay, für Leute so ein Einzelschwert wahrscheinlich eher nicht, deswegen ist das bestimmt für Zellos, aber der ist auch gar nicht mehr bei uns. Aber nein, in dem Spiel ist Kreuz des Südens also eine, ja, Waffe für Genus. Ich habe den Namen von Genus-Waffen vergessen, wie die allgemein heißen. Aber ist bestimmt nicht wichtig. Was sind das immer für Fässer hier? Die sind irgendwie... Die sehen so besonders aus. Aber bisher ist der Dungeon halt auch noch durchlaufen irgendwie. Nichts großartig Rätseliges gibt bisher. Aber das wird sich bestimmt noch ändern. Ist das jetzt die Tür hier oben? Moment. Das ist halt der Weg wahrscheinlich jetzt hier oben, wo wir herkommen, oder? Ich hasse diese Pflanzen. Die habe ich auch schon in... der Gegend von Flanor gehasst, kann ich glaube ich vor, oder? Ich jedenfalls gab es die schon mal umgefärbt. War hier ein Silverwind irgendwo? Jedenfalls habe ich die da auch gehasst. Und das, die machen das jetzt hier nicht besser, die sind immer noch so anstrengend. Den kann man einfach schlecht ausweichen, sage ich mal, ihren Angriffen. Außer man schmeißt sie mit so einem Angriff um. Man bekommt gar nicht mal so viel Geld hier. Ich brauche halt noch Geld für die Ruin-Spende. Und für noch irgendwas brauchte ich doch auch Geld, oder? Genau, das ist hier das erste Health Point gewesen. Ich brauche noch für irgendwas Geld. Ach, schön fürs Kolosseum, genau. Das wollen wir auch noch irgendwann machen. Also ich glaube, für mich sieht das in nächster Zeit ziemlich viel mit Leveln aus. Die nächsten Jahre. Quasi. Nein, Spaß. Die nächsten paar Tage. Ich bin immer noch relativ, relativ gut mit meiner Zeit, sage ich mal. Himmelsrobe. Also mit meiner Vorproduktion meine ich. Ich bin immer noch ein paar Parts voraus, wo es eigentlich auf YouTube sind. YouTube kommt heute Part 43, genau. Part 83 und 84. Also der Part, wo wir nach Heimdall gekommen sind, glaube ich, und der, wo ich gegen Kuchinara gekämpft habe. Ja, genau. Das kommt heute so und... Ah, jetzt bin ich hier. Okay, aber hier gehe ich erst später hin, weil das sieht mir sehr richtig aus. Und jetzt sind wir halt, ein paar Parts weiter. Nein, das läuft dann. Ein bisschen weiter, aber halt nicht unbedingt richtig krass viel weiter, sage ich mal. 14 Parts ungefähr, 15. Ja, wir sind schon Part 99. Ey, Part 99, Leute. Damit ist es Fabius ja auch definitiv mein offiziell längstes LP. Bisher, wie gesagt, ich denke mal, Breath of the... Da habe ich schon mal drüber geredet, oder? In dem Let's Play. Ich denke mal, Breath of the Wild wird das noch überholen. Aber bisher ist es definitiv mein längstes Let's Play. So. Das ist schon ziemlich krass. Ah, guck mal, ist noch Truhenwunder voll. Mit einer Sternrüstung. Für dich vielleicht. Ja. So, habe ich eigentlich noch irgendwas Besseres hier in den ganzen Slots vielleicht? Wer weiß. Könnte sein. Habe ich für dich vielleicht noch irgendwas? Nicht wirklich. Ach, Colette habe ich ja auch gar nicht mehr dabei. Fällt mir gerade mal auf. Die ist ja auch gegangen mit Zellos. Oh, du hast noch keine 3. Was ist denn da kaputt? Das fällt mir jetzt gerade mal so auf. Ups. Die Kombination mit anderen Erfahrungsfähigkeiten, ja. Erhöht maximal TP. Basisattacken-Kombo, wenn wir nicht schaden. Ja, das ist ganz gut. Denke ich mal. Und dann noch eine schöne... Ach, ich habe noch voll viele Vierer. Fällt mir gerade mal so ein. Auf. Status-Effekte durchgehend. Eure Angriffe werden eventuell vermieden. Das ist ganz gut. Schuld. Das ist cool. Ich lasse hier mal, würde ich sagen. Ich wollte noch bei den anderen gucken. Und die anderen haben schon 4, alles klar. Ich finde es halt spannend, dass man so viele von den Dingern bekommt, von den Erfahrungsgammern. Ich denke mal, die sind vor allem dafür da, dass man sich vielleicht nochmal
umentscheiden kann, dass man, wenn man jetzt eine 4er-Fertigkeit ausgerüstet hat, vielleicht doch lieber eine 3er-Fertigkeit haben möchte, weil man da vielleicht eine cooler findet, also zwei ganz cool findet oder so. Energietabletten. Stellt. Ach, stimmt. Das ist immer von Kampf ganz cool, würde ich sagen. So, was war jetzt hier nochmal? Der Dungeon entwickelt sich gerade wieder. Von hier kam ich, oder? Ja, genau. Der Dungeon entwickelt sich gerade wieder dahin, wo auch der letzte hinging. Viel zu viele Wege und kein Plan, wo ich lang sah. Aber. Und auch alles sieht gleich aus. Aber es ist hier nicht so schlimm wie in dem letzten Dungeon. Also hier hat man halt wenigstens durch die ganzen Wurzeln und durch den Boden und sonst was immer noch so ein bisschen mehr die Erkennungs. Okay. Verbunderfahrungsfertigkeit, was ist das denn? Wo ist das jetzt? Verbund. Hat das jetzt jemand auch was zu tun oder so? Weil Prozessor im Kampf sind. Keine Ahnung, egal. Jedenfalls, hier erkennt man halt noch so ein bisschen besser die Wege. Vor allem, weil die Räume auch größer sind und halt nicht nur alle irgendwie aus kleinen Gängen bestehen, sag ich mal. Da kann man erkennen, ah, der Raum ist jetzt also so und aha, und das, der ist mit dem anderen Raum verbunden und so. Und, ja, da hat man halt nicht so Probleme wie in dem letzten Dungeon. Ich habe übrigens komplett den Namen vergessen. Ich habe ihn allgemein aus meinem Kopf gelöscht, weil ich will mich daran gar nicht mehr erinnern. Der war echt schrecklich. Und, ja, damit, ist der halt nicht so anstrengend wie der letzte, sag ich mal. Man kommt klar, also viel besser klar als im letzten Dungeon. Aber, ist halt trotzdem nicht der coolste Dungeon bisher. Aber bisher ist, glaube ich, mein Lieblingsdungeon immer noch der von Volz. Ich fand einfach das Prinzip voll cool. Es hat mir voll viel Spaß gemacht, da sich durchzubeißen. Wow. Ja, genau, Leute. Alright. So. Ich wollte übrigens vorher noch irgendwas erwähnen, aber ich habe voll vergessen, was ich erwähnen wollte. Was heißt denn gerade? Okay, hier oben war das. Ich wollte noch irgendwas erwähnen mit einem anderen Tales-Spiel, glaube ich. Irgendwas, irgendeinen Bezug zu einem anderen Tales-Spiel setzen. Ich weiß auch gerade nicht mehr, was das war. Habe ich jetzt die Truhe da oben? Ja, das ist die, genau, das ist die da. Ja, ja, ich erinnere mich. Egal. Dann war es wahrscheinlich nicht allzu wichtig. So, jetzt holen wir uns mal die Truhe hier. Mit Phönixgewand, nice. So. Achso, ich muss ja drauf schießen. Alles klar. Und jetzt habe ich einen kompletten Weg da. Dass ich halt da hochlaufen kann. Ah, Gott, geh weg. Och, Mano. Aber wo wir schon mal in so einem spannenden Dungeon hier sind, können wir mal so ein bisschen darüber reden, was ich nach dem Spiel hier vorhab für Tales of Games vielleicht. Ich habe ja schon mal gesagt, hiernach würde ich ganz gern Crysis spielen, Tales of Crysis F für die PlayStation 3. Habe ich mir auch schon besorgt, sind sogar schon die ersten Parts vor Ewigkeiten mal aufgenommen worden. Ich hatte einfach voll viel Bock auf das Spiel, aber ich wollte es genau wie Symphonia halt möglichst blind spielen. Und deswegen habe ich einfach mal irgendwann angefangen, die ersten paar Parts aufzunehmen. 8 sind es mittlerweile. Und kam aber bisher noch nicht dazu, das weiterzuspielen. Deswegen denke ich mal, wenn das LP an Starter, da lege ich die einfach hoch. Und dann wird es wahrscheinlich ein bisschen aktueller laufen als Symphonia. Weil Symphonia habe ich ja ziemlich viel im Voraus produziert und sind irgendwann gestartet. Dann kam jeden Tag ein Part, aber ich denke mal, Crysis wird auf jeden Fall nicht demnächst kommen. Also ich denke mal nicht, dass es direkt nach Symphonia starten wird, weil, ja, momentan kommen einfach zu viele aktuelle Spiele noch raus, die ich gerne spielen möchte. Und ich habe noch allgemein ziemlich viel auf dem Kanal momentan laufen. Also was haben wir momentan alles so? Zum Beispiel, Terranigma, was demnächst irgendwann vorbeigeht. Final Fantasy 12, was demnächst irgendwann vorbeigehen wird, denke ich mal. Genauso Final Fantasy 6 und Dragon Quest, wo ich mich mal an die ganzen Missionen ransetzen müsste. Und ich denke, wenn so ein paar Let's Plays davon beendet sind, kommt dann Crysis. Achso, ich muss jetzt. Ah, ich muss jetzt den anderen Weg nehmen. Okay, das ist klar. Wie kam ich das nochmal hin?
Jedenfalls denke ich mal, wie gesagt, nicht, dass es direkt hier nachkommt. Wobei, jetzt habe ich an der Wurzel gehangen, sehr schön. Sondern irgendwann demnächst halt ein bisschen nach Symphonia. Aber demnächst, boah, ich möchte demnächst auch ganz gern Xenoblade 2 spielen. Was, sobald ich eine Switch habe, möglich sein wird. Das dauert auch noch. Naja, es soll noch im Dezember passieren irgendwann. Gegen Ende Dezember habe ich genug Geld beisammen, dass ich meine kaufen werden kann, wahrscheinlich. Genau, dann kommt da auf jeden Fall Xenoblade 2, weil ich da wirklich echt viel Bock drauf habe auf das Spiel. Und dann werden wir mal gucken. Irgendwann kommt auch Lost 4, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, raus. Was ich halt auch ganz gern Let's Playen würde, weil ich habe Setsuna ziemlich gern gespielt. Also ein Setsuna. Die Demo von Lost 4 hat mir ziemlich gut gefallen, deswegen, das wird definitiv als Let's Play kommen. Da steht eigentlich nichts im Wege. Ja, und dann werden wir mal gucken. Wie gesagt, wenn halt die anderen Let's Plays beendet sind, werde ich dann mal gucken, auf jeden Fall. Aber ja, ich denke mal, Crisis wird irgendwann nächstes Jahr auf jeden Fall starten. Aber dieses Jahr nicht mehr, definitiv nicht. So, jetzt bin ich hier drüben, alles klar. Hier ist das erstmal eine Truhe mit einem Sternpanzer, habe ich doch, glaube ich, schon. Oder kann den... Nee, eine Sternrüstung hatte ich bisher. Kein Sternpanzer. Hm, ja, das ist ganz gut. Wundervoll. Ah, da oben ist ein Teleportpunkt. Wundervoll. So schließt sich der Kreis. Ich denke mal, jetzt kommt gleich auch ein Boss oder sowas in der Richtung. Was ist denn das hier? Das sieht irgendwie interessant aus. What's going on? Here they come. Oh. Ja, Bosskampf, wie gesagt. Das war irgendwie relativ eindeutig. So, habe ich eigentlich noch... Das war nicht die, oder? Doch. Die hatte ich mir noch drin gehabt. Wundervoll. Gut, ja, es ist aber kein schwerer Kampf, denke ich mal. Die sollten gleich sterben, alle. Wundervoll. Dann geht es wahrscheinlich gleich storytechnisch weiter. Ja. Ups, das... Ich komme manchmal einfach auf die Knöpfe drauf. Ich wollte es nicht kochen. I'll hold them off here. Hurry. You know I can't leave you behind. There's no time. You know that. You're the only one who can save Colette. I know that, but I can't just leave my friend. That's not what you're doing. I once wasn't able to protect someone very important to me. So this time, I'm going to succeed. I'm going to protect my friends. Regal. Lloyd, save Colette. All right. Regal, don't die. Don't make me go through the same pain you did. You hear me? You sure don't make things easy, Lloyd. I'm sorry, Alicia. It looks like it's still going to be a while before I join you. Shall not pass. Das war krass. Vor allem mit der Musik dazu. Regal's Theme ist einfach so atmosphärisch. Das ist echt genial. Okay, ich würde auch sagen, das reicht für den Part. Es passt halt so gut zu Regal's Charakter einfach dazu. Okay, das war's auch für diesen Part, würde ich sagen.
Wir sehen uns im nächsten Part von Tales of Symphonia wieder. Was an. Ciao, euer V-Road. Tschüss.